paar Gedanken am Rande hier zu unserem Besuch in Berlin. Wir machen hier gerade ein bisschen Sightseeing. Ich stehe hier vor dem Reichstag in Berlin. Eine Stadt, in der es an jeder Ecke nach Geschichte riecht, wo Geschichte auch maximal erlebbar wird, weil man an vielen konkreten Beispielen festmachen kann, was man sonst nur ganz theoretisch in Büchern wälzt. Wie in jeder Stadt, die meisten Denkmäler hier haben irgendwas mit dem Krieg zu tun, irgendwelche Helden, die andere besiegt haben, denen wird ein Denkmal gesetzt. Ganz wenig, wie in auch in jeder anderen Stadt, werden denen Denkmäler gesetzt, die im Hintergrund fleißig die Zusammenarbeit und die Kooperation mit anderen in Bewegung gesetzt haben. Das ist weit weniger spektakulär, als irgendeine Schlacht zu gewinnen oder ein Land zu erobern. Aber es ist im Nachhinein definitiv nachhaltiger. Trotzdem spiegelt das immer noch so ein bisschen unser Denken wider, wo es immer um Wettbewerb und Konkurrenz geht. Und auch hier an diesem geschichtsträchtigen Ort werden hauptsächlich diese Denkmäler und das Gedenken an die Geschichte deswegen erbracht, weil das am Leben gehalten werden soll, sondern es wird hauptsächlich Geld damit verdient. Also es ist eine ganze Tourismusindustrie, die hier natürlich davon lebt, dass Schulklassen und Touristen aus der ganzen Welt hier ankommen und sich das alles anschauen. Hier den Reichstag, Checkpoint Charlie, was auch immer. Trotzdem hat in dieser Stadt immer wieder Geschichte stattgefunden. Es ist die Geburtsstätte der deutschen Demokratie. Man kann hier hautnah nochmal erleben, was zumindest mal gedacht war, als das Grundgesetz hier festgelegt wurde. Man kann sich an verschiedenen Tafeln die Artikel durchlesen. Und man kann auch mal ein bisschen vergleichen, wie sieht das denn tatsächlich in der Praxis aus? Was davon wurde tatsächlich umgesetzt, was die Würde des Menschen angeht, was die Meinungsfreiheit angeht, was die damit einhergehende Pflicht natürlich auch angeht, wenn ich meine Meinung äußern kann, dass ich mir diese auch bilden muss. Das heißt, auch verschiedene Blickpunkte anschauen muss und letztendlich prüfen muss, was ist denn hier richtig und was ist falsch, oder meistens sind ja beide Anteile mit vorhanden. Gerade in Zeiten von Facebook und Twitter und Co., wo es um alternative Fakten geht, um das mal mit einer Sprecherin von Donald Trump zu zitieren, wo dann doch jeder in seinem eigenen Dunstkreis schwimmt und sich immer wieder selbst bestätigt sieht. Gerade in solchen Zeiten ist ja das besonders wichtig, also Meinungsäußerung und auch Meinungsbildung. Ich schaue mir beide Seiten an und was ist denn tatsächlich dran an diesen Sachen und was ist tatsächlich reine Erfindung, und oft ist es eine Mischung drin. Gut, mit diesen paar Gedanken verabschiede ich mich auch schon wieder aus Berlin. Ich melde mich wieder mit nächsten Interview oder der nächsten Tagesinspiration. Mal schauen. Alles Gute und schöne Grüße hier aus der Hauptstadt. Bis dann. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Damit Sie in Zukunft nichts verpassen, was Neues auf unserem Kanal passiert, können Sie direkt hier unseren Kanal abonnieren. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Gerd Ziegler.